Hallo, der Akbar, mein Zeugnis macht doll, zu Gott, wie ihr im Menschen zu sehen. Als ein bisschen nervös, aber ich glaube, dass Gott seine Kraft weiterzahlt, mein Zeugnis macht doll. Sind geboren in Mexiko, La Onda, Zacatecas. Mein Name ist Greta Brün. Die geborene Name ist Greta Brün. Und so ging ich in der Dorfschule. Bei 10 Jahren sind wir in der Dorfschule gewohnt, ich habe viel gelernt. Und sind ich dankbar für, dass ich viel gelernt habe. Aber mir ist ziemlich klar gemerkt, was der Chef freundlich zu bedienen hat für uns. Und dann ging das wieder, dann gehe ich 10 Jahre wieder, dann fange ich an, Ute zu arbeiten. Dort meine Mama, die wird sie 7 Jahre wieder, dann wird meine Papa angebracht. Und dann, wie es allein geblieben mit 8 Kindern, und dann müssen sie da haben, dass sie was von was sie ihre Kinder wollten geben. Und dann ist ich gestreckt in Jahr wieder, dann fange ich an, auf Gast mit den Jungen zu gehen. Ich möchte alle Mäntel schlechten, oder auf Gast wieder, und dann ging es dort wieder. Einmal fange ich mit meinem Boyfriend, und dann fange ich an, dran zu drehen, dann dachte ich so, wenn ich mich schon befriedigt habe, dann würde das Leben schein gehen. Aber Gott, ich denke, mal schon, wenn er nicht getrunken hat, wenn er nicht getrunken hat, dann denkt er, das nicht schein, dann falls ich das einmal sehe, dann wird das nicht mehr im Sinn, dann hol ich das mal nicht an. Und dann will ich mich auch befrieren, dann will ich auf die Tofasebene gehen. Und dann habe ich doch ernst, ich will die Tofasebene gehen, ich will mich auch befrieren, und dann möchte ich dort mit Menschen hier rein. Und führt in den Altersten und braucht den Altersten diese Fehler auch alle, was ich getan habe, und dafür gehe ich mit euch. Und ich höre darüber, ich habe mir gewusst, dass uns, lieber Jesus, der Rade, wir, was unsere Sünden vergeben können, steht für uns. Unsere Sünden, wir uns nicht gestorben, das habe ich nicht gewusst. Und so gehen wir immer wieder, und wir befrieden uns, und das befrieden tut, das ging ja nicht schön. Und fangen wir an, sehr schwer, Leben gehabt. Und so ging das wieder, und einmal anfangen wollen, in ein leichtes Leben zu fahren. In der Chihuahua, Mexiko. Kurz hin, dann fuhr ich wieder in ein leichtes Leben. Und dann, und ich dann erst fuhr, wie fangen wir an, eine andere Kirche zu fahren. Wir trägen. Fangen wir an, eine andere Kirche zu fahren, und du wirst aber einmal so sein, die Predigt von Jesus annehmen, von wahrer geboren worden, wir nicht von ihnen geboren worden, wo die Tümmel regiert nicht offen. Mir ging das dann und haben gesagt, dann ist es dort, aber wissen die nicht von Beta und dann, wie das so gründlich sei, für die Verfolgung, was einer leiden muss, dass wir so gründlich sei, auch von einer in eine andere Gemeinde fahren dort. Und ich rief sei, Verfolgung und dann, halt, ich würde ihnen so tun. Und ging von der Gemeinde war ich, und ging war Trainer Ölknie, und von dann, aber ich kam nicht in die Kirche. Und das wird immer schwanen, immer schwanen, das wird. Ich wollte es dir vor, bis einmal dies da. Und dann wollten wir uns angeboten, dass wir einmal wollen in leichtem Leben fahren, nicht da in Panisch. Und dann waren wir dort und fuhren wir einmal um, sind aus dem in leichtem Leben. Und du hast, das Evangelium wird so klar richtig predigt worden, dass einer sich dir zu sein kriegt, dass einer ein verlorener Sünder wie, aber einer weiß nicht, wo einer soll. Jesus annehmen, dass einer auch kann von ihnen geboren worden. Dass wir ja ihm nicht gelehrt worden und dass Christian dann und ich war. Und so ging das von einer Tine in die andere Tine. Und einmal war er fort wie du und der Wort bis einmal war er so klar. Und dort fällt sich bis einmal so reden, so sah er träumen. Und dann wieder dann vor diesen Saastieren in August, den 13. Wurde ich bis in so sah, sage ich, dass Angst hatte. Und ich wusste auch nicht, wo ich bleiben soll oder ans Wohn hieß. Wie beim Wohnen, der wird bloß die Kleine in der Hof wird die Kleine. Ich habe eine sehr große Angst. Und dann habe ich meine Kinder, meine Mutter, fuhr einmal auf den Weg ihrer Schafen. Und dann habe ich meine Kinder, kleines Kinder, weil ich da natürlich bei mir hören. Ging für in die Karren starten und sie starten. Und ging aber auch noch weiter drin in die Hüsen. Ja, ich habe aber so eine sehr große Angst. Und dann ging ich weiter drin in die Karren starten. Und habe das so eine sehr große Angst. Und ich weiß nicht, wo ich bleiben soll. Ich weiß mir bloß nicht hier ruhen. Ich habe so Angst, ich will nicht in den Hall rennen. Ich will auch in den schönen Himmel sein. Und ich weiß aber nicht, wo ich leben darf.
And dann schnarrt mir da an in Prahar, me loving Jesus. He soll me annehmen, das sein Herr in Heiland. Und he soll mir drehen, alle Sinnen vergeben. Alle Sinnen im rechten Sinnen, wo ich nicht weiß, soll he mich vergeben. He soll mir nie Leben geben. Und ich will an mein Heiland kriegen. Und ich will da gehen, wo he will haben, wo ich gehen soll. Und dann hab ich an da an. He vergeuft meine Sinnen. Ich stand ab und ich hab so eine sehr große Freude. Ich bin von da nie ein Mensch. Ich hab so eine sehr große Freude. Ich ging trainieren da und schaff. Mein Mann will den Tag nicht kommen. Ich schaff und ich bin so sehr mutig. Ich weiß selbst nicht, was mit mir passiert wird. Und dann will ich so tun mir an, dass wir gleich so die Best gleich in Gottes kennt. Und dann fange ich an zu quibeln und dann denke ich in den Bar und schneide die Hand und sehe, Jesus, wenn du meine Sinne in aller Vier hast, nehme die Hand und in die Krieg. Sag ich dann nicht den Kind, so bin ich durch und dann stehe ich in den klaren Stamm vom Boden. Wer mich angenommen hat und wer mich auf den Hand in die Krieg und wer will für mich leben, der ist in das eure Lebensbuch angeschrieben. Und dort kriege ich eine frische, eine sehr große Freude. Und dann stand ich ab und von dort durfte ich mal kämpfen. Und dann kam mein Mann hieß und er ging grüßt mit seiner sehr großen Freude und jäufte in den Hau. Dann checkte er mich so an und fragte, was mir geworden wäre. Und dann sehe ich den dort, vertale ich den dort. Und dann hat er drei Wege gewesen in die Mitte gekriegt. Und dann hat mir auch wieder ich hatte so eine sehr große Freude, mir war er dort nicht. Und dann ist es dort wieder, ich wollte nicht sagen, dass es immer leichte Tiden gewesen sind. Und warum wurde ich Jesus angenommen? Aber du sind gute Tiden und du kommst noch schwere Tiden. Aber einer kann immer weiter trainieren und sind Jesus gehen und die Sachen auf den Schmieden, die haben uns die drehen. Und du denkst, so dankbar für. Ich mag Menschen, die können irgendwie im Tinnen sehen sein, wie du halt Gott für ihn tun. Und ich bin alle wie in einer schönen Tiet und werde noch nicht auf Jesus angenommen, sonst gehen besonders Herr in Heiland. Dann würde ich in jeden ein Toro nehmen, Jesus anlaufen von der aus morgen. Wir wollten tämliches Morgen nicht was los sein. Und so auf ihr Dankeschön. Na, warte hier.